Im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum Gottesdienst heute Mittag hier in der St. Moritz-Kirche Oberdiebach. Herzlich willkommen allen Gästen von fern und nah. Herzlich willkommen denen, die hier in der Kirche sind und denen, die draußen sind. Herzlich willkommen den geladenen Gästen aus Kommunalpolitik und Kirche. Herzlich willkommen all unseren Gemeindegliedern und Weggefährten und Freunden. Und herzlich willkommen denen, die im Internet mit uns feiern werden. Ich freue mich, dass Sie da sind, hier sind oder eben elektronisch dabei sind. Es ist schon ein besonderer, auch ein besonders emotionaler Moment, ein besonders emotionaler Gottesdienst für mich. Nach 17 Jahren oder fast 17 Jahren die Stelle zu wechseln, das ist schon ein Einschnitt. In Anbetracht der großen Personenzahl hier in der Kirche, so viele Menschen hat die Kirche seit 2020 nicht mehr gesehen, seit Anfang 2020, darf ich Sie bitten, während des Gottesdienstes die Maske aufzulassen, damit wir einander und uns selber schützen. In den Losungen der Herrnhuter Brüdergemeinde stand gestern als Leitwort zum Tag das Versprechen Jesu: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Seiner Gegenwart vergewissern wir uns in diesem Gottesdienst und seine Gegenwart feiern wir in unserer Mitte. Wir singen miteinander das erste Lied auf den Liedblättern: Gott ist gegenwärtig. Thank you.
Auf der ersten Innenseite des Programms, also auf der ersten weißen Seite, finden Sie Worte aus Psalm 107, die sprechen wir im Wechsel. Ich bitte alle, die oben sitzen, mit mir zu beginnen und bitte alle, die hier unten im unteren Kirchenschiff ihren Platz haben, mit den eingerückten Versen zu antworten. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder im Meer. Und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, dass ihre Seele vor Angst verzagte. Die dann zum Herrn schrien in ihrer Not, und er führte sie aus ihren Ängsten. Und sie froh wurden, dass es still geworden war, und er sie zum ersehnten Hafen brachte. Und ihn in der Gemeinde preisen und bei den Alten rühmen. Kommt, lasst uns anbeten. Beten. Lieber Vater im Himmel, manchmal brechen die Stürme des Lebens über uns herein und wir denken, es gibt kein Halten mehr. Wenn Trauer uns den Boden unter den Füßen wegzieht, wenn Bilder des Schreckens uns nachts um den Schlaf bringen, wenn die Angst unser ständiger Begleiter wird, dann sind wir der Verzweiflung nah. Gott, lass du uns dann nicht im Stich. Wir brauchen deine Hilfe. Vielleicht ist uns das in guten Zeiten zu wenig bewusst. Vielleicht trauen wir dir in dunklen Zeiten zu wenig zu. Wir bitten dich so oder so, vergib uns unseren Kleinglauben. Herr, erbarme dich unser. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Lob singet Gott, erhebet seinen heiligen Namen. Gott in der Höhe sein Preis und dir, die Menschen Fried auf Erden. Heiliger Vater, höchster Herr, du sollst verherrlicht werden. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Namen. Du uns mit Gott den Heiligen Geist im Licht des Vaters haben. Lieber Vater im Himmel, hilf, dass wir das wiederentdecken,
dass die Freude an dir unsere Stärke ist. Gerade auch in diesen Zeiten, wo wir oft nur die pure Ohnmacht erleben. Du warst bei uns in allem, was zurückliegt. Und du wirst auch bei uns sein in allem, was kommt. Hilf uns, das zu spüren, damit uns klar wird, du bist größer als alles, was uns Angst machen will. Hilf uns, dir mehr zu vertrauen. Lass uns begreifen, wir brauchen nicht zu verzweifeln, weil wir dich haben, der du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm.
Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und Jesus stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm der Wind und das Meer gehorsam sind? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lass uns gemeinsam Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden
Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, als ich mich gefragt habe, was ich Ihnen heute in diesem Abschiedsgottesdienst mitgeben kann oder möchte oder soll oder was auch immer, da fiel mir diese Geschichte aus Markus 4 ein, die wir vorhin gehört haben. Vor etlichen Jahren haben wir uns bei einer Presbyteriumsklausurtagung auf der Elsenburg drüben auf der anderen Rheinseite damit beschäftigt. Mit diesem Text unter der Überschrift Jesus stillt den Sturm. Der See Genezareth war und ist bei Schiffern ein gefürchtetes Gewässer wegen seiner brutalen Wetterumschwünge. Fallwinde von den umliegenden hohen Bergen verwandeln den harmlosen See im Norden Israels binnen weniger Minuten in ein tosendes Gewässer mit bis zu 4 Meter hohen Wellen. So auch in jener Nacht, als Jesus mit seinen Jüngern zum anderen Ufer übersetzen wollte. Sturm zieht auf, der Wind peitscht das Wasser hoch, die Wellen schlagen über dem Boot zusammen. Die Jünger packt die Angst. Man merkt beim Lesen oder Hören dieser Geschichte, das ist mehr als ein spannendes Abenteuer, das Jesus mit seinen Freunden oder seine Freunde mit Jesus erlebt haben. Wind und Meer sind Synonyme für Chaos und Bedrohung. Die Geschichte von der Sturmstillung steht auch für all die Situationen, wo unser Leben aus den Fugen zu geraten droht, wo alles drunter und drüber geht, wo wir im Chaos versinken, wo mehr über uns hereinbricht, als man abarbeiten kann. Und Jesus? Der liegt tiefenentspannt hinten im Heck des Schiffs auf seinem Kissen und schläft, während die anderen verzweifelt versuchen, gegen die Wellen anzurudern und das reinschwappende Wasser irgendwie wieder rauszuschippen. Sturm und Wellen können Jesus nicht am Schlafen hindern. Wohl aber der Hilferuf seiner Jünger. Als die ihn wecken, ist er sofort da, steht auf, spricht ein Machtwort und Ruhe ist. Und dann fragt er in die Stille hinein seine Jünger: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Wir haben uns damals bei unserer Bibelarbeit in Kaub gefragt, was kann unsere Furcht schwächen und unseren Glauben stärken? Was kann unsere Furcht schwächen und unseren Glauben stärken? Und wir kamen zu dem Ergebnis, dass es einfach hilft, wenn man sich immer wieder vergegenwärtigt, welche Stürme Jesus in unserem Leben schon gestillt hat. Wie viele Dinge wir als Gemeinde oder auch als Einzelne schon überlebt haben, von denen wir dachten, das bringt uns um. Seitdem sammeln wir am Anfang jeder Presbyteriumssitzung erstmal alle möglichen Dinge, die seit der letzten Sitzung gut gelaufen sind, sei es in der Gemeinde oder sei es auch in unserem eigenen privaten Leben, das teilen wir einfach miteinander, um ermutigende Erfahrungen mit Gott auch anderen zugänglich zu machen und damit unseren Blick zu schärfen, um das mindestens halb volle Glas zu sehen und nicht immer bloß das höchstens halb leere. Und um dann mit dem Rückenwind guter Erfahrungen mit Jesus in unsere Beratungen, in die Sitzungen zu starten. In den knapp 17 Jahren, die ich jetzt hier gewesen bin, hat es an Stürmen wahrhaftig nicht gemangelt. Bitter, harte und todtraurige Abschiede von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von Gemeindegliedern. Lücken taten sich auf, von denen wir dachten, die stopfen wir nie, haben wir auch nicht, aber weitergegangen ist es trotzdem. Dein Stellenwechsel, liebe Birgit, damals 2009,
Der Fusionsprozess unserer beiden Vorgängerkirchengemeinden Bacharer Steg, Oberdiebach, Manubach, mit all seinen Herausforderungen. Chronisch klamme Kassen, bröckelnde Bruchsteinmauern, schimmelige Orgeln, kaputte Heizungen und ein Kirchendach, unter dem nicht nur jede Menge Fledermäuse wohnen, sondern dummerweise, ärgerlicherweise auch ein echter Hausschwamm. Oft haben wir gedacht, jetzt ist es aus, das packen wir nicht. Gestimmt hat's nie. Sonst säßen wir jetzt nicht hier. Zugegeben, manchmal scheint es, als würde Jesus unseren Untergang gerade mal eben verschlafen. Haben die Jünger damals auch gedacht. Aber dass er trotz Sturm und Wellen seinem Nickerchen frönt, ist kein Ausdruck von Desinteresse, sondern Folge seines Gottvertrauens. Jesus lässt die Seinen nicht untergehen, liebe Gemeinde. Jesus lässt die Seinen nicht untergehen, selbst dann nicht, wenn ihr Glaube unter den Disteln und Dornen von Skepsis und Sorgen ein kümmerliches Dasein fristet. Eins müssen wir uns klar machen, egal was ist, wir haben Jesus im Boot. Ich wünsche euch, dass ihr das nicht vergesst, weder für die Zukunft dieser unserer Kirchengemeinde Vier Täler, noch für euer persönliches Leben. Ihr habt Jesus im Boot. Denkt dran. Und wenn ihr glaubt, er schläft, weckt ihn. Sagt ihm eure Not. Schreit ihm eure Angst ins Ohr, dass ihr Angst habt, unterzugehen. In einer der Sturmzeiten des Volkes Israel hat Nehemia zu seinen Volksgenossen gesagt: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Dieses Bibelwort ist mir persönlich in den letzten Wochen und in den letzten Jahren unglaublich ans Herz gewachsen. Eins meiner Lieblingsworte und eins meiner wichtigsten Leitworte auch: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich glaube wirklich, liebe Gemeinde, dass eine Kirche, die aus der Freude an Gott heraus lebt, Strahlkraft hat. Eine Kirche, die aus der Freude an Gott heraus lebt, hat Strahlkraft. Und aller Aktionismus, diese ganze Flut von Gemeindeaufbaukonzepten, von Strukturprozessen und Positionspapieren zur Zukunft der Kirche, die nützen alle nichts, wenn es daran mangelt, an der Freude an Gott. Wenn wir permanent nur lamentieren und überall rumerzählen, wie schrecklich alles ist, ja, warum um alles in der Welt sollte denn dann irgendein Mensch sich da eingeladen fühlen, an diesen Gott zu glauben? Warum um alles in der Welt sollte sich da einer sagen, ach ja, in der Kirche engagiere ich mich aber jetzt mal gerne. Kirche ist kein Club masochistisch veranlagter Jammerlappen. Ja, ist doch wahr. Ja, meine Güte, wir sind kein Jammerhaufen, sondern wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die eingeladen sind, ihr Leben aus der Freude an Gott heraus zu leben. Und wer sein Leben aus der Freude an Gott heraus lebt, liebe Gemeinde, der kann auch Freude haben an den Menschen, wenn sie manchmal auch echt komisch sind. Weil er die Möglichkeit hat, immer wieder zu fragen: Lieber Gott, wie siehst du diesen komischen Kerl oder diese merkwürdige Tuse? Ja? Hilf mir, diesen Menschen zu lieben, du kannst es ja auch. Und ich glaube, dass das unglaublich hilft. Es gehört übrigens zusammen, ja, die Freude an Gott und die Liebe zu seinen Menschen. Mit diesen Merkmalen ist die Kirche am Anfang gestartet und zum Magnet geworden. Sonst hätte die sich ja nicht rund um den Globus verbreitet. Es ist vielleicht manches schwierig, aber es ist nicht alles schrecklich. Wir müssen nicht schönreden, wir müssen den Leuten auch nicht Schitte für Gold verkaufen. Die Kirche steckt in einer Krise, ohne jede Frage.
Der Krieg, den Putin vom Zaun gebrochen hat, ist grausam und extrem gefährlich. Und die Klimakrise ist real und eine wirkliche Bedrohung. Ja. Aber verzagen müssen wir trotzdem nicht. Weil es, um es mit Martin Luther King zu sagen, in dieser Welt eine große segnende Kraft gibt, die Gott heißt. Wir brauchen weder dem Pessimismus das Wort zu reden, noch irgendwelchen haltlosen Zweckoptimismus zu verbreiten. Wir dürfen die Situation in unserem Leben, in unserer Welt ganz realistisch sehen, so wie sie ist. Die meisten schwierigen Situationen sind ambivalent. Ja, sie haben auf der einen Seite wirklich etwas Bedrückendes, auch zerstörerisches Potenzial. Das muss man ernst nehmen. Aber sie bergen in aller Regel immer auch das Potenzial für segensvolle Neuaufbrüche. Realist, liebe Gemeinde, ist nicht jemand, der immer mit dem Schlimmsten rechnet. Zum Realismus gehört es für mich, zu glauben, dass um Gottes Willen immer noch was geht. Zu glauben, dass um Gottes Willen immer noch was geht. Realist ist also nicht, wer immer mit dem Schlimmsten rechnet, sondern Realist ist, wer mit Gott rechnet. Ganz ehrlich, der den Tod überwunden hat, sollte der nicht auch in der Lage sein, mit den Stürmen in unserem Leben fertig zu werden? Jesus räumt die Sackgassenschilder weg, vor denen wir oft so resigniert auf die Knie fallen. Zuversicht und Vertrauen, Freude an Gott, Liebe zu den Menschen, das wünsche ich euch und Ihnen, liebe Gemeinde, hier in den vier Tälern. Denkt dran, ihr habt Jesus im Boot. Und das ist das, was ich euch heute Mittag mitgeben möchte. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Thank you.
unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei allezeit mit euch. Lieber Tim, heute schließt sich gewissermaßen ein Kreis, eine Lebensgeschichte von parallelen Lebenswegen als noch junge Pfarrkollegin. Ich erinnere mich noch gut an unser allererstes Gespräch. Nach der Pensionierung von Pfarrer Peter Schneider hatte ich als auch noch junge Pfarrerin in der damaligen Nachbargemeinde Bacharach-Steg die Vakanzvertretung übernommen. Die Stellenanzeige, damals zu 75%, war im Amtsblatt erschienen und du riefst bei mir an, weil du dich durch diese Ausschreibung angesprochen gefühlt hast. Ich erinnere mich an ein sehr schönes Gespräch und dachte, mit diesem Kollegen würde ich gerne zusammenarbeiten. Damals waren wir beide noch jung, mittlerweile sind wir grau geworden. Du hast dich tatsächlich auf diese 75% Stelle in Oberdiebach-Manubach beworben und wurdest gewählt. Im Oktober 2005 durften wir dich hier einführen. Bei seiner Entpflichtung hat dein Vorgänger Peter damals gesagt, die Pfarrerinnen und Pfarrer kommen und gehen, aber die Gemeinde Jesu Christi, die bleibt bestehen. Und damit wollte er euch, liebe Gemeinde, damals Mut machen und Hoffnung schenken. Und heute müssen wir uns nach langer Zeit wieder von einem Pfarrer und seiner Familie verabschieden, die in und mit dieser Gemeinde so viele Jahre lang gelebt und segensreich gewirkt haben. Aber du, lieber Tim, hast uns gerade in deiner Predigt wieder Mutmachendes mit auf den Weg in die Zukunft gegeben. Und ein hoffnungweckendes Wort des Propheten Nehemia: Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Seid nicht traurig. Ja, das sagt sich so leicht. In so einer Situation, wo viele unter uns sich ja so ein bisschen fühlen wie die Gefährten von Jesus damals im Boot, dass in diesem Jahr so alles über uns drüber schwappt und jetzt auch noch Tim und seine Familie uns verlassen. Ja, es fällt schwer, nicht traurig zu sein, wenn so ein langer gemeinsamer Weg zu Ende geht, wenn man Abschied nehmen muss. Aber genau darum ist es so wichtig, auch den zweiten Satz zu hören und vor allen Dingen zu beherzigen und zu leben. Die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Du hast das gerade in der Predigt verdeutlicht. Ja, Gott gibt Kraft, auch zu Abschieden und Neuanfängen. Und dann hilft gegen die Traurigkeit auch das Vertrauen. Gott hat dich und deine Lieben hier gebraucht und er braucht dich und sie jetzt an einem anderen Ort, in Meran. Ihr seid ja keine Unbekannten mehr, denn von Anfang an hast du Urlaubsvertretungen in Meran versehen und diese Gemeinde kennen und lieben gemerkt und eine wunderbare Region, in der ebenso wie hier wunderbarer Wein wächst. Gott hat dich hier gebraucht, jetzt braucht er dich woanders und das gilt nicht nur dir und deinen Lieben, sondern auch den Menschen, die euch bislang begleitet haben und jetzt künftig begleiten werden. Gott hat dich, lieber Tim, gebraucht, den leidenschaftlichen Theologen, den aufmerksamen Wegbegleiter und einfühlsamen Seelsorger, den begabten Musiker, als den dich so viele Menschen in all den Jahren kennen und schätzen gelernt haben. Gott hat dich gebraucht, den tatkräftigen Kollegen und Freund, der seinen Dienst bis heute hier so engagiert getan und sich auch schwierigsten Herausforderungen gestellt und so manche Krise gemeistert hat, der immer optimistisch auch nach kreativen Lösungen gesucht und dabei oft für andere verborgen,
tatkräftig von dir, liebe Silvia, den Kindern und der übrigen Familie unterstützt wurde. Immer wieder hast du versucht, Tim, in deinen Predigten, in vielen Gesprächen und Begegnungen anderen Menschen etwas von dieser Freude an Gott weiterzugeben, die dir selbst Kraft schenkt und dich trägt. Wenn du Gottesdienste gefeiert, Sitzungen geleitet, Jugendliche auf die Konfirmation vorbereitet, musiziert und so viele tolle Projekte auf die Beine gestellt hast, dann hast du immer auf den verwiesen, der uns alle in seiner Hand hält, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, auf den wir uns mit ganzer Kraft verlassen können und der uns durch seinen guten Geist auch immer wieder neue Kraft und Mut und Hoffnung schenkt, sozusagen in unser aller Lebensboot sitzt. Auch wenn es heute so vieles andere gibt und dass wir uns als Pfarrerinnen und Pfarrer auch kümmern müssen, wer dich kennt, weiß, dass dir das immer das Wichtigste und Schönste in deinem Amt war. Menschen vom Glauben zu erzählen, sie zum Glauben einzuladen und zu begeistern, sie sprachfähig zu machen zum Glauben und dabei mit den Fröhlichen zu lachen und mit den Traurigen zu weinen. Ich selbst schaue dankbar auf die Jahre zurück, die wir gemeinsam hier im Viertälergebiet Dienst getan haben. Und ich freue mich, dass unsere beiden Gemeinden jetzt in den letzten 10 Jahren zu einer Gemeinde zusammengewachsen sind. Und ich darf, glaube ich, heute auch eine freudige Nachricht hier verkündigen. Wir haben in der letzten KSV-Sitzung beschlossen, dass wir bei der Landeskirche die Freigabe dieser Pfarrstelle wieder zu 100% beantragen werden. Auch im Kirchenkreis hast du segensreich gewirkt und dich gemeinsam mit Dr. Volker Enkelmann als Synodalbeauftragter für die vielen Predikantinnen und Predikanten eingesetzt, die ehrenamtlich in unserer Kirche Gottes Wort verkündigen und die Sakramente verwalten. So hast du sie beraten, begleitet, fortgebildet. Dafür danke ich dir heute auch im Namen des Kreissynodalvorstandes ganz herzlich. Und auch dir, liebe Silvia, lieber Simon, liebe Paula und liebe Rahel, danke ich dafür, dass ihr so oft auf den Tim verzichten musstet, wenn er in dieser Gemeinde oder im Kirchenkreis unterwegs war und keine Zeit für euch hatte. Gott hat euch alle hier gebraucht und er braucht euch alle demnächst in Meran. Pfarrfamilien kommen und gehen, die Gemeinde Jesu Christi bleibt bestehen. Seid also nun alle nicht traurig, denn die Freude am Herrn gibt euch allen neue Kraft. Lieber Tim, und jetzt wird's ernst. Nein sagen ist nicht vorgesehen. In diesem Gottesdienst verabschieden wir dich aus deinem Dienst als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Viertäler, auch wenn du in den nächsten Wochen, zumindest bis zu den Sommerferien, dich ja quasi noch selbst vertrittst und taufen und konfirmieren und Gottesdienste feiern wirst. Dann geht's zum Lernen der italienischen Sprache, bevor dann der Umzugswagen vor der Tür steht und du und deine Lieben nach Meran umziehen werdet, um dort im September den Dienst anzutreten. Wir danken Gott für deinen Dienst, für den Einsatz deiner Gaben und Kräfte, für deine Treue und Liebe. Du hast das Evangelium von Jesus Christus gepredigt und in vielfältiger Weise Gottes Liebe und Treue bezeugt. Nicht alles im Dienst eines Pfarrers liegt vor Augen. Vieles geschieht im Verborgenen. Und doch können Früchte deines Wirkens wahrgenommen werden.
Dafür sind wir dankbar. Und ausdrücklich danken wir als Kirche auch deiner Ehefrau Silvia und deinen Kindern. Mit deiner Berufung zum Pfarrer der evangelischen Gemeinde Meran übernimmst du demnächst neue Aufgaben. Dafür geben wir dich frei von den dienstlichen Verpflichtungen in dieser Gemeinde. Und dafür lasst uns beten. Treuer Gott, du schenkst deiner Gemeinde viele Begabungen und wächst die Bereitschaft, dir und einander zu dienen. Wir danken dir für unseren Pfarrer Tim Harder und für den Segen, den du auf seine Arbeit gelegt hast. Schenke ihm Freude an allem, was gelungen ist. In Gedanken an Fehler und Versäumtes hilf ihm, barmherzig mit sich selbst zu sein. Vergib uns, was wir ihm gegenüber schuldig blieben. Wir danken dir für das Verständnis und für die Unterstützung, mit der seine Familie seinen Dienst begleitet hat. Segne sie auf ihrem Weg in die Zukunft. Bleibe bei ihnen im Abschied und geleite sie zu neuen Anfängen. Das bitten wir durch Christus, unseren Herrn, in Zeit und Ewigkeit. Amen. Und wir wollen dich nicht und euch nicht verabschieden, ohne euch Gottes Weggeleit und seinen Segen mit auf den Weg zu geben. Gott segne euren Blick zurück und eure Schritte nach vorn. Er bewahre eure Gedanken an all das Gute, das ihr hier erlebt habt, und schenke euch eine gute neue Zeit auf dem neuen Leben. So segne und behüte euch der gnädige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in den Frieden. Euch aber, liebe Gemeinde, bitte ich, achtet auch weiter den Dienst, den dieser Pfarrer unter euch getan hat. Betet weiter für ihn und seine Familie. Bedenkt, dass wir alle zum Dienst und Zeugnis in der Welt berufen sind. Und der Gott des Friedens, er mache uns tüchtig in allem Guten, dass wir seinen Willen tun. Er schaffe in uns, was wohlgefällt, durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir hören nun den Posaunenchor. Thank you.
Wir hören nun zunächst ein Grußwort des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Vier Täler von Alfred Roos und Horst Eberhard und danach ein Grußwort der Kuratorin, das entspricht bei uns einem Presbyteriumsvorsitzenden der Evangelischen Gemeinde Meran, Frau Inge Steiner, die ich ganz herzlich heute unter uns begrüße. Über weitere Grußworte freuen wir uns dann später noch beim Empfang in der Fürstenberghalle. Ja, lieber Tim, ich erinnere mich noch recht gut an das Jahr 2005. Durch den vorgezogenen Ruhestand von Pfarrer Peter Schneider war es uns möglich, noch vor der Streichung unserer Pfarrstelle eine neue Pfarrerin oder einen neuen Pfarrer auf dann nur noch 75% zu wählen. Und ich muss sagen, mit dir hatten wir eine sehr gute Wahl getroffen. Du hast bereits im September 2005 die ersten Gottesdienste gehalten und wurdest am ersten Sonntag im Oktober 2005 in der St. Oswald-Kirche in Manubach eingeführt. Schnell hattest du dich in unserer Gemeinde Oberdiebach-Manubach eingearbeitet. Du hast dir in all den Jahren eine große Wertschätzung erarbeitet, nicht nur innerhalb unserer Gemeinde. Schon 2009, als Pfarrerin Birgit Becker aus Bacharach ein Sabbatjahr einlegte, hast du dort die pfarramtliche Vertretung unter Mithilfe von Pfarrerin Rudolf und Diakonin und Predikantin Irmtraut Fastenrath übernommen. Das lief dann letztendlich auf eine Fusion der beiden Gemeinden Bacharach-Steg und Oberdiebach-Manubach hinaus, weil Birgit Becker in Koblenz eine neue Pfarrstelle angenommen hat. Was nicht nur ich, lieber Tim, an dir ganz besonders schätze, ist ein freies Gebet. Wenn du zum Beispiel am Ende des Männerstammtisches oder des Bibelkreises die Hände gefaltet hast und alles, aber auch wirklich alles vor Gott ausgebreitet hast, allen Lob und allen Dank, sowas habe ich noch nie erlebt vorher. Das wird uns sehr fehlen. Und das macht uns allen aber bewusst, dass für dich, Pfarrer, kein Beruf, sondern eine Berufung ist. Bereits im April 2006 wurdest du förderndes Mitglied unseres Posaunenchores hier in Oberdiebach. Bei fast allen Jahresversammlungen warst du anwesend und hast dich für die Dienste innerhalb unserer Gemeinde bedankt. Es war dir immer wichtig, dass die Arbeit im Posaunenchor stets zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen geschehen soll. Du hast uns immer Mut gemacht und auch in deiner Fürbitte an unsere Arbeit gedacht. Und so wünsche ich dir und deiner Familie, nicht nur als Presbyter, sondern auch im Namen unseres Posaunenchores, für deinen neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute, vor allen Dingen aber Gottes treues Wegeleit und seinen Segen. Lieber Tim, sehr geehrte Gäste, liebe Gemeinde, Abschied nehmen ist immer eine ernste Angelegenheit. Der direkt Betroffene lässt ein Stück seiner Lebensaufgabe zurück, vielleicht sogar ein Teil seines Herzens. Du begibst dich nun auf ganz neues Terrain, denn du hast dich freigemacht von dem Gedanken, dass das Einschlagen eines Weges zugleich eine Festlegung auf immer sein muss. Die indirekt davon Betroffenen, in deinem Fall, lieber Tim, die Gemeindeglieder, das Presbyterium und die Bürgerinnen und Bürger des Viertälersgebietes, wissen von deinen Leistungen und lassen dich nur ungern gehen, wenngleich wir dir natürlich dein neues Arbeitsumfeld in dem schönen Meran sehr gönnen. Die Nähe zu den Menschen ist dir immer sehr wichtig gewesen. Unkonventionell, zugewandt, spontan, kontaktfreudig und als ein Seelsorger und Menschenfreund haben wir dich erlebt. Du hast dich nie als der Herr Pfarrer gesehen, sondern bist den Menschen immer auf Augenhöhe begegnet. Christliche Zuwendung geschieht nicht von oben herab. Ich denke mir, die Richtschnur dafür ist für dich das Bild des Apostel Paulus vom Leib Christi und seinen Gliedern,
das zum Ausdruck bringt, wie alle Glieder auf Partnerschaft und Gegenseitigkeit angelegt sind. Der Pfarrer und die Pfarrerin darin ist ein Organ unter vielen und nicht Gott näher als andere. In der Kirchengemeinde ging es für dich viel um Verwaltung, Bau und Finanzen. Das hast du vorhin auch in deiner Predigt dargelegt, die vielen, vielen Baustellen. Und du hast mit dazu beigetragen, die finanzielle Belastung der Gemeinde durch den Verkauf von 5 Gebäuden zu senken. Es war unumgänglich, in den letzten Jahren 5 Häuser zu verkaufen. Die Prognose über die Entwicklung von Gemeinden hältst du für problematisch, gerade im Hinblick auf die herausgegebene Zahl der Pfarrstellen im Kirchenkreis Koblenz bis 2030. Das Gemeindeleben im Viertälergebiet hast du über eine lange Zeit maßgeblich geprägt. Du hast es verstanden, den Glauben und das, für was die Kirche steht, greifbar und damit erlebbar für die Menschen zu machen. Den Kindern und Jugendlichen hast du das Vertrauen geschenkt und die Möglichkeit gegeben, sich auszuprobieren und damit die eigene Rolle in der Kirche zu finden. Ein Konfiteam, das sich immer wieder erneuerte, unterstützte dich bei der Konfirmandenarbeit. Viele schöne Gottesdienste haben wir mit dir gefeiert. Eine ganze Bandbreite unterschiedlichster Formate, ob drinnen oder draußen, wie der klassische Sonntagsgottesdienst oder Gottesdienste zu besonderen Anlässen. Mit deinen inhaltsstarken und einprägsamen Predigten hast du die Menschen angesprochen, erreicht und vor allem zum Nachdenken angeregt. Da die Plätze in der Kirche aufgrund der Corona-Verordnungen sehr begrenzt waren oder die Präsenzgottesdienste ausfielen, wurde der Gottesdienst in Bild und Wort im Internet übertragen und konnte so von vielen Menschen mitgefeiert werden. Es war dir ein sehr wichtiges Anliegen, trotz nicht möglicher Präsenzgottesdienste, Gottes Wort über das Online-Format zu verbreiten. Der Seniorenkreis hat sich dem Internet auch nicht verschlossen und die Senioren und Seniorinnen freuten sich, wenn sie sich mit dir online getroffen haben. Du hast die Kirche geöffnet für Kunst und Kultur und hast zahlreichen musikalischen Gruppen die Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren. Viele Menschen hast du während ihrer Trauerzeit begleitet, nie kalt und sehr einfühlsam. Die Menschen spürten deine Anteilnahme und dein Mitgefühl. So konntest du die Trauernden trösten und stützen. Deine Stimme der Theologie, des christlichen Glaubens, der evangelischen Kirche, die Stimme der persönlichen Frömmigkeit hast du eingebracht in die zahlreichen kirchlichen, gesellschaftlichen und politischen Diskurse, die du mit großem Engagement mitgestaltet hast. Deine Sachkompetenz, Geschick und die gute Zusammenarbeit mit dem Presbyterium hast du als Vorsitzender geleitet und das hat vieles in der Gemeinde vorangebracht. Du hast stets auch den öffentlichen Auftrag der Kirche wahrgenommen, mit großem Engagement zuweilen, mit klaren Worten hast du dich für einen humanen Umgang mit Geflüchteten, für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung eingesetzt. 17 Jahre sind eine lange Zeit. Und in diesen Jahren hat sich vieles in der Gemeinde ereignet. Lieber Tim, du wirst einen äußerst nachhaltigen Eindruck hinterlassen mit einem weit über das normale Maß hinausgehenden Pflichtbewusstsein. Das Presbyterium bedankt sich bei dir vom ganzen Herzen für dein unermüdliches, extrem kräfteraubendes Wirken in der Kirchengemeinde und die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit. Danke für all deine Arbeit, die sichtbare und unsichtbare. Wir verlieren mit dir einen allseits hochgeschätzten und hochverdienten Menschen, der gerne auf jeden zugeht, leicht Kontakt findet und auch sehr gerne lachen kann. Wir werden dich sehr vermissen. Lieber Tim,
wir als Presbyterium wünschen dir für deinen Dienst in der Kirchengemeinde Meran mit deiner Familie alles Gute, viel Erfolg und Gottes Segen. Nach diesen wundervollen und wirklich zu Herzen gehenden Worten von Frau Becker und Herrn Boos und Horst schäme ich mich fast hier zu stehen als Vertretung der Gemeinde, die dich geworben hat. Aber vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt sich regen, weil Leben wandern heißt. Liebe Kirchengemeinde Vier Täler, geehrter Herr Pfarrer Harder, lieber Tim, ich darf heute Gast sein bei deiner Verabschiedung von einer Kirchengemeinde, in der du 17 Jahre für die Menschen da warst, als guter Hirte in allen Belangen. Ich darf aber auch deiner Kirchengemeinde versprechen, dass wir dich und deine liebe Familie in Meran herzlich willkommen heißen werden. Lieber Tim, leicht wird und soll dein Abschied auch nicht sein von hier und in dieser einmalig schönen Landschaft. Ja, auch nicht, der Abschied soll dir auch nicht so leicht fallen. Wir können dir keine sanften Hügel bieten, dafür aber die höchstgelegene evangelische Kirche von Europa auf 2000 Meter Höhe in Sulden. Auch keinen majestätischen Vater Rhein haben wir im Angebot. Aber die Meraner Gemeinde, die auch die Kirche in Arco betreut, da ist der Gardasee so quasi vor der Haustür. Lieber Tim, du kannst von den vielen Vertretungen in Meran unsere kleine Gemeinde, die sich eben um die 250 Kilometer erstreckt, für die du die nächsten 9 Jahre ein Geschenk sein wirst. Denn vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. Danke dir, Tim. Als Symbol möchte ich dir gerne den Staffelstab übergeben von deinem Vorgänger Martin Krautwurst, der die Kirchenzeitung bis zum September geführt hat, die du dann weiterführen wirst. Vielen Dank. Es ist ein bisschen schwierig, jetzt Worte zu finden und ich will auch nicht viele machen. Aber Danke sagen möchte ich euch trotzdem, meinen drei Vorrednerinnen, also einer Vorrednerin und zwei Vorrednern. Vielen Dank wenn ich jetzt die Entpflichtung dann auch mitnehme. Vielen lieben Dank für eure lieben und wertschätzenden Worte. Es war eine tolle Zeit hier. Das möchte ich ganz klar sagen. Und das Nächste, was ich auch ganz klar sagen möchte, ist, wir haben keinen Grund, vor irgendwem oder irgendetwas zu fliehen. Deswegen haben wir es uns auch nicht leicht gemacht mit dieser Entscheidung. Wir haben lange darüber nachgedacht. Ich wusste es fast jetzt ein Jahr lang oder ungefähr ein Jahr lang, dass mein Kollege und jetzt Vorgänger Martin Krautwurst Meran verlassen wird, sodass wir einen langen Vorlauf hatten zu überlegen. Das war eine anstrengende Zeit, weil ich mich immer ein bisschen verkehrt gefühlt habe in Gesprächen hier und dachte, wenn die jetzt wüssten, worüber ich gerade nachdenke. Ich danke euch für die Reaktionen, die kamen, als ich endlich die Katze aus dem Sack lassen konnte. Im April, genau gesagt, heute vor 3 Monaten ganz genau, wo die Wahl war und der Anruf aus Meran kam, du bist es jetzt geworden, da durfte ich endlich anfangen aufzuhören zu verstecken. Das war eine Befreiung und ich danke für alles Verständnis, das uns entgegengebracht wird, diese Gabe es zu differenzieren, auf der einen Seite zu sagen, es ist schade, aber wir freuen uns für euch. Danke für dieses Verständnis. Und seid gewiss, wir lassen tatsächlich, wie es eben gesagt wurde, ein Stück Herz hier. 17 Jahre sind eine prägende Zeit, so lange werde ich nirgendwo mehr meinen Dienst tun. Das ist jetzt schon sicher, weil ich habe nur noch 17 Jahre bis zur Pensionierung, wenn ich sie denn erleben darf. Und die Auslandsbeauftragungen sind zeitlich immer begrenzt auf maximal 9 Jahre. Das klang ja gerade an. Von daher
war das hier die Gemeinde, nicht nur meine erste eigene Gemeinde, sondern auch die Gemeinde, in der ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe. Auch als Wohnort. Habe ich nie zuvor so lange in einem Haus gelebt. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und danken allen ganz herzlich, die dazu beigetragen haben. Vielen lieben Dank für all eure Begleitung, eure Freundlichkeit, eure Offenheit, mit der wir hier begrüßt und empfangen worden sind durch die ganze Zeit, von Anfang an bis jetzt. Danken möchte ich auch ganz besonders nochmal für alle, die uns als Familie und auch mich als Pfarrer begleitet haben mit ihren persönlichen Gebeten. Es klang eben mal kurz an in einem der Worte, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und manchmal habt ihr mich gefragt, woher nimmst du denn jetzt wieder die Kraft für das? Da habe ich manchmal gesagt, das weiß ich selber nicht. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins, nämlich der Finger zeigt nach oben und zu sagen, das kommt nicht von mir. Ja, diese Kraft, die kommt nicht aus mir heraus, die ist mir geschenkt, die ist mir gegeben von oben, auch gegeben durch viele Gebete aus der Gemeinde. Das hat gut getan und das tut gut, das hat getragen und es trägt und ich sage euch allen dafür ganz herzlich Danke. Und ich werde umgekehrt auch für euch als meine Gemeinde, die mir am Herzen liegt, über den 1. September hinaus beten, dann wenn ich, ja, was ich jetzt schon tue, auch eine zweite Gemeinde habe, der ich im Gebet sehr verbunden bin. Diese Gemeinde hier hat nicht viel Geld, aber sie hat viele tolle Menschen guten Willens mit vielen faszinierenden Gaben und das ist mehr wert als alles Geld der Welt. Alle, die ich irgendwo enttäuscht oder verletzt habe, bitte ich ausdrücklich um Vergebung. Es tut mir so leid, dass ich bei so vielen gerne viel präsenter gewesen wäre, als ich es konnte oder getan habe. Ich weiß, dass vieles mehr auch nötig gewesen wäre, als ich geben konnte oder gegeben habe. Da bitte ich, wie gesagt, ganz herzlich um Verzeihung. Danken möchte ich an der Stelle unserem Besuchsdienstkreis, der viel Großartiges geleistet hat und das, was ich an Besuchen nicht machen konnte, in vieler Weise aufgefangen hat. Danke an mein Presbyterium, dass ihr ja, mit mir zusammen so vielen Stürmen hier getrotzt habt, euch auf viele Experimente eingelassen habt, wo wir gesagt haben, wir probieren es jetzt mal wirklich unkonventionell zu gucken, wie kommen wir aus so einer Situation wieder raus. Danke für euer Vertrauen, dass ihr nicht nur mir, sondern vor allem nicht nur mir geschenkt habt, sondern vor allen Dingen mit mir geteilt habt gegenüber Gott und dass wir damit so vieles erreicht haben. Ich wünsche euch, liebe Gemeinde, immer wieder die Erfahrung, Gott lässt die Seinen nicht. Ich wünsche euch, dass ihr mit den Worten des Lobpreisliedes von Hillsong, das wir jetzt gleich hören werden, sagen könnt, die Gnade strömt wie tiefes Wasser und deine Hand zeigt mir den Weg. Wenn Angst mich lähmt und ich versage, lässt du nie los und gibst niemals auf. Und kommt die Flut, hältst du mich fest in deinem Arm, denn ich bin dein und du bist mein. Wir hören Joanne Dimmock und Jürgen Zimmer mit dem Song Oceans. Feed me, feed me.
Lasst uns miteinander und füreinander beten. In deiner Hand geborgen ist auch das Leben unserer Gemeinde. Danke für die vielen Menschen, die sich hier eingebracht haben und einbringen. Für jedes Problem, das wir mit deiner Hilfe lösen konnten. Für jede Ermutigung und jeden Trost, den Menschen in unseren Gottesdiensten, Gruppen und Kreisen erfahren durften. Bleib dieser Gemeinde auch in Zukunft treu zur Seite und segne ihre Arbeit. Hilf, dass die Pfarrstelle schnell und passend wieder besetzt wird. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für deine Kirche insgesamt. Viele Menschen haben sich abgewandt. Hilf allen, die von den massenhaften Missbrauchsfällen betroffen sind. Vergib diese abgrundtiefe Schuld und lass die Betroffenen nicht an dem zerbrechen, was ihnen angetan wurde. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, die den Stürmen des Lebens hilflos ausgeliefert sind und Angst haben, darin unterzugehen. Gebiete dem Wind und den Wellen in ihrem Leben, genauso zu schweigen wie damals, als du mit deinen Jüngern auf dem See Genezareth unterwegs warst. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Setze dem Wüten von Krieg, Hass und Gewalt ein Ende. Besonders denken wir an den brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bewahre die Welt vor denen, denen nichts heilig ist außer ihrer eigenen Macht, die Menschenwürde mit Füßen treten, skrupellos Menschenleben auslöschen und deine Schöpfung zerstören. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Schenke uns die nötige Liebe zu deiner Schöpfung und die Achtung vor allem, was lebt. Hilf uns, unsere Möglichkeiten wahrzunehmen und zu nutzen, um zu ändern, was sich ändern muss. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Alles, was uns sonst noch bewegt, das schließen wir mit ein, wenn wir nun gemeinsam das Vaterunser singen mit dem Lied »Bist zu uns wie ein Vater«.
Herzliche Einladung noch zu ein paar Veranstaltungen und Gottesdiensten. Am Donnerstag findet hier um 10.30 Uhr in der Kirche noch ein Kindergartenabschlussgottesdienst statt. Wir haben das versucht, so ein bisschen zu entzerren, wenn Sie sich gefragt haben, wo war denn eigentlich heute der Kindergarten? Den Abschied feiern wir am Donnerstagmorgen in einem Extragottesdienst, in dem auch noch 3 Kinder getauft werden. Da freue ich mich sehr, dass wir das so noch unterbekommen, bevor wir dann weg sind. Am Samstag um 14 Uhr treffen wir uns mit den diesjährigen Konfirmanden zur Probe in der Kirche in Steeg. Bitte in den entsprechenden Konfirmationssachen kommen, da ist auch der Fototermin. Und nächste Woche Sonntag, das wurde eben schon gesagt, liebe Birgit, du hast es schon angedeutet, vertrete ich mich selber noch, da ist die Konfirmation in Steeg, die auch aufgezeichnet und als Online-Gottesdienst übertragen wird, so wie der heutige Gottesdienst auch. Ein Blick voraus in die übernächste Woche, da ist am Dienstag, den 12.07. dann noch einmal um 17 Uhr ein Treffen unserer Online-Seniorengruppe. Und ein Blick ganz weit voraus, ich lade heute schon ganz herzlich ein, es klang schon eben kurz an, aber noch ohne Termin, am 8. Oktober diesen Jahres um 14 Uhr wird in der Christuskirche Meran an der Passa in der Carducci-Straße 31 meine Einführung in meine neue Pfarrstelle sein. Da lade ich ganz herzlich zu ein. Einige haben schon gesagt, wir verbinden das mit einem Urlaub. Wir sehen uns im Oktober. Die Kirche ist ein ganz Stück größer als diese. Ihr dürft gerne alle kommen. Wer im kommenden Jahr zum Konfirmandenunterricht gehen möchte, der möge sich bitte jetzt bald anmelden. Das sind in der Regel die, die jetzt ins 7. Schuljahr kommen, ungefähr 12 Jahre alt sind. Der findet auch dann statt, wenn diese Stelle dann noch nicht wieder besetzt ist. Wir haben ganz tolle ehrenamtliche junge Leute, die diese Arbeit auch für eine ganze Zeit alleine gewuppt kriegen. Horst, du hast es eben gesagt, da sind tolle Teams rangewachsen und ich bin total stolz auf euch. Die sind auch irgendwo alle hier in der Kirche versteckt, dass ihr gesagt habt, wir schaffen das auch ohne. Die Kollekte am Ausgang ist für 2 Zwecke bestimmt. Zum einen, wir haben ja nicht nur ein kaputtes Dach, ne, reicht ja nicht. Also diesmal sammeln wir nicht für Steeg, wo es im Moment schon dran sind am Arbeiten, sondern für Manubach, das ist auch irgendwann fällig. Und die andere Hälfte der Kollekte geht nach Pskow. Vor genau 20 Jahren wurde in unserem Kirchenkreis der Freundeskreis Pskow gegründet, mit dessen Hilfe in dieser russischen Stadt ein baufälliger Kindergarten zu einem Hospiz umgebaut wurde. Trotz des Krieges versucht unser Kirchenkreis eben in diesem Freundeskreis im Kontakt zu bleiben. Der Kontakt, das geht noch, schwierig ist immer mit dem Geld, das muss jetzt im Grunde wahrscheinlich, weißt du da mehr, Birgit, mehr oder weniger in Bar dorthin transferiert werden, denn die Geldflusskanäle sind ja nun unterbrochen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir diesen unseren Geschwistern im Pskow eben nicht das Gefühl geben, der euch leitet und führt, ist bekloppt, deswegen wollen wir mit euch nichts mehr zu tun haben, sondern dass wir sie weiter unterstützen. Menschen, die in Russland durchaus auch durch soziale Raster fallen, nämlich Alte, Kranke und Sterbende, die in Würde sterben sollen und begleitet werden sollen. Ich darf Ihnen diese Kollekte wirklich ans Herz legen. Gott segne Geber und Gaben. Die Predigt finden Sie als Ausdruck auch hier vorne neben der Tür. Einige Exemplare sind da, wenn Sie sie mitnehmen möchten. Für Menschen, die heute nicht kommen konnten oder zum Nachlesen nochmal für sich, dürfen Sie das gerne tun. Wenn sie nicht reichen sollten, können Sie die auch runterladen. Auf unserer Homepage ist die verlinkt. Das gilt immer und für alle unsere Gottesdienste an allen Sonntagen. Und jetzt darf ich Sie herzlich einladen in die Fürstenberghalle. Bitte fangen Sie da schon direkt an mit Kaffee und Kuchen. Die Mägen hängen auf 7:30, das weiß ich. Wir versuchen dann auch zügig mit den Grußworten zu beginnen. Und das Programm da unten wird nochmal musikalisch bereichert und abgerundet durch die Swinging People. Annette Dott wird die Grußworte koordinieren. Die ist im Moment noch oben an der Orgel. Oder, nee, da ist sie schon nicht mehr. Das hat sie schon auf den Weg gemacht. Wenn noch jemand ein Grußwort sprechen möchte, das nicht angekündigt ist, bitte einfach bei ihr anmelden. Das Presbyterium bitte ich nach dem Gottesdienst noch einen kleinen Moment eben hier zu bleiben, damit wir noch ein Gruppenfoto vor dem Altar machen können. Und dann laufen wir den anderen hinterher. Ja, dann hören wir jetzt noch einmal den Männergesangverein mit dem irischen Segen. Möge die Straße uns zusammenführen. Und der Wind in deinem Rücken.
Ja, herzlichen Dank an den Männergesangverein unter der Leitung von Heinz Vogel. Herzlichen Dank an den Posaunenchor unter der Leitung von Thomas Schäfer, an Joanne Dimmock und Jürgen Zimmer für die Musik für Gesang und Gitarre, Annette Dott an der Orgel, an unsere Küsterin Claudia Kurz, die extra wegen heute ihren Urlaub um 2 Tage verkürzt hat, damit sie nicht nur dabei sein, sondern das alles auch in Ruhe vorbereiten konnte. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Claudia, dass du das auf dich genommen hast und danke für die wunderbar geschmückte Kirche. Danke auch an Lara, an Gudrun und Jutta, die dir geholfen haben, denn ein solcher Tag ist schon eine besondere Herausforderung. Herzlichen Dank an unser Technikteam, Judith Brinkmann, Lara Schmelzeisen und Wolfgang Herz. Den Online-Gottesdienst wird es wahrscheinlich dann erst morgen früh zu sehen geben, weil der aufgrund der Länge dann auch noch etwas mehr Bearbeitungszeit hat, bis er fertig ist. Herzlichen Dank dir, liebe Birgit, als Synodalassessorin des Kirchenkreises Koblenz. Es hat sich in der Tat heute irgendwie auch ein Kreis geschlossen. Vielen Dank, dass du gekommen bist und den Superintendenten vertreten hast. Und dreimal dürfen Sie raten, wo der heute ist. Der ist in Südtirol. Lieber Alfred und lieber Horst, vielen Dank für eure Grußworte im Namen unseres Presbyteriums. Lieber Dank, liebe Inge, dass du den weiten, weiten Weg auf dich genommen hast. Ich vermute mal, dass du die weiteste Anreise hattest heute oder für heute. Schön, dass du da bist und diesen Abschied heute mit uns feierst. Und ja, dass du so ein Stück Verzahnung auch damit hergestellt hast zwischen Alt und Neu. Ihnen und euch allen danke ich ganz herzlich, dass Sie gekommen sind und diesen Gottesdienst mitgefeiert haben. Mein größter Dank aber geht nach oben an Gott, der meine Frau und mich vor 17 Jahren hierher gebracht hat und uns eine wirklich intensive, eine bereichernde und erfüllte Zeit in und mit der Gemeinde, viele gute Freunde, 3 tolle Kinder geschenkt hat. Die nehmen wir mit und vieles andere in unserem Herzen auch. In seinem Segen bleiben wir verbunden. Und denkt dran, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.